James Bond ist ja für seine charmante Art und seinen actionreichen Stealth-Einlagen bekannt. Doch wie gut ist Bond wirklich, wenn man aus 007 eine 0815 macht? Das zeige ich dir jetzt. Let's go! Die nette Troller von nebenan, die mich mit ihren kalkonitsauberen Gläsern in ihr Haus gelockt hat und die ich um Mitternacht flachgelegt habe, erklärte mir meine erste Mission. 007, auf dem Satellitenbild ist ein Militärposten an der russischen Grenze zu erkennen. Also, ich habe da gar nichts erkannt. Denn an einer russischen Grenze einer Militärbasis befand sich eine riesen Kommunikationsschüssel, die ich via Laserschlag vernichten sollte. Ich kuschelte mich in meinen warmen Mantel und ging auf Menschenjagd. Meine Handfeuerwaffe, die mit einem Schalldämpfer ausgestattet ist, steckte ich mir gleich wieder in die Hosentasche, als mein erstes Opfer so freundlich gewesen ist, mir sein Sturmgewehr zu überlassen. Der Typ im Bunker hatte es wohl satt gehabt, in der klirrenden Kälte nur dumm Wache zu schieben und machte sie erstmal ein Feuer. War dann aber sein letztes Feuer, was er je gezündet hatte, und von dem zog ich mir sein Scharfschützengewehr ein. Das gute Dienste leistete aber aus welchen Gründen auch immer nur eine sehr geringe Reichweite hatte. Dazu komme ich später noch zu sprechen. Gut fand ich es, dass jeder Gegner ordentlich Muni nach seinem Ableben mir zur Verfügung stellte und ab und an ein Medipack. Die gab es auch in Kisten und brennenden Tonnen zu finden und im Allgemeinen waren diese im gesamten Spiel recht großzügig verstreut. Die konnten je nachdem 1 bis 3 Lebensbalken wieder auffüllen. Ein wenig schwierig zu besteigen waren diese Wachtürme, die so eng gebaute Treppen hatten, dass ich echt beim Hinauf- und Hinunterlaufen hängen geblieben bin. Der Turm kam mir so ein bisschen vor wie ein Kinderspielplatz. Zu den Medipacks konnte ich mir auch leichte und schwere Schutzwesten als Rüstung überziehen. Was auf jeden Fall auffiel, ist der random Spawn gegnerischer Truppen gewesen, die permanent aufploppten, ähnlich wie bei Alien Resurrection. Da habe ich hier auch den einen und anderen beim Bescheißen erwischt. Ich kann euch mal die unfassbare Schussreichweite des Scharfschützengewehrs demonstrieren. Der Typ im Turm ist kein Problem, aber wehe, man steht ein paar Meter weiter hinten, dann kannst du schießen wie du willst, das juckt niemanden. Ich ließ den erstmal noch am Leben und kümmerte mich um den Laserschlag, den ich ausüben sollte. Die Zerstörung der großen Schüssel animierte die Wachen und ein Transporthubschrauber, der endlose Soldaten in den Kampf brachte. Einer von den Heinis hielt eine Zugangskarte für mich bereit, die dieses Tor öffnete, damit ich flüchten konnte. Doch die Aktion, gewisse Dinge mit der Kreistaste zu aktivieren, brauchte mehrere Versuche, denn das funktionierte oft nicht beim ersten, zweiten oder dritten Versuch. Ich zauberte mir Skier aus dem Rucksack und sauste den Abgang hinunter, aber alles natürlich nicht ohne Begleitung. Ich konnte meine Verfolger links sowie rechts wegschubsen, das aber eigentlich nie wirklich klappte. Da war ich eher darauf angewiesen, dass diese gegen den Baum klatschten oder über den Abhang einen Abgang machten. Die konnten mich eher immer so in die Ecke drängen, dass ich nur noch seitlich abwärts fuhr und quasi wehrlos war. Ich kam dennoch gut durch. Und ich weiß nicht, warum 0815 schon knapp 15 Meter vor der Klippe in die Luft flog, als würde er keinen Halt mehr unter den Füßen haben. Eine Schanze war auf jeden Fall nicht sichtbar gewesen. Ich glaube, dass er über den Pilz wie bei Mario Kart gefahren ist, um so abzugehen. Die Gute lobte mich für meinen Einsatz, dennoch nahm ich ihre Wortwahl zweideutig auf. Gute Arbeit bei der Zerstörung der Schüssel. Denn Schüssel zerstören sieht bei mir so aus. Und deren Folgen, die daraus entstehen. Mein Haus ist voller Scheiße! Der hat hier alles vollgeschissen! Er hat die ganze Wand vollgeschissen! Mein Abflug brachte mich direkt vor allem unbemerkt in ein Waffenlager der Russen, in dem anscheinend Waffen illegal verkauft werden. Ich sollte Fotos vom Heli, Minenwerfer und einen Scud machen. Ich knallte hier erstmal alle ohrbetäubend ab und schoss dann in Ruhe meine Bildchen. Ich hatte, wie es der Zufall so will, einen Sprengrucksack dabei, mit dem ich die Container sprengen konnte, hinter dem sich mein letztes Topbottle verschanzte. Ich bekam plötzlich einen Anruf, dass eine Tomahawk-Rakete unterwegs ist, um diesen Waffenmarkt zu vernichten. Doch das Problem dabei bestand daran, dass die Rakete in 2 Minuten eintraf und der Kampfjet mit atomaren Sprengsätzen seiner Raketen bestückt ist. So nahm ich es mir zur Aufgabe, diesen auszuborgen, doch dafür bedarf es einen Schlüssel, den ich im Erstversuch nicht finden konnte und unfassbar nach Ablauf der Zeit starb. Ich ließ es mir dennoch nicht nehmen, alles und jeden hier zu vernichten und der kleine Scheiße, der sich hier hinter versteckte, besaß den Schlüssel für den Flieger. Unter Dauerbeschuss stieg ich gemächlich die Leiter hinauf und in den Flieger ein. Danach war es wohl wurscht gewesen, hier schnell wie möglich einen Abgang zu machen, denn der Counter erlosch. Ich drehte mich seelenruhig ein paar Runden, schoss hier und da noch was weg und dann machte ich so, als ob ich losfliegen würde und drehte wieder um. Was danach passierte, konnte ich nicht so ganz verstehen, denn nach einer Kampfszene aus dem Film
setzten die Credits ein. Ich überlegte kurz, ob das die Credits sind oder ein zweites Intro. Es waren aber die Credits gewesen, denn nach der Beendigung der letzten Mission im Spiel gab es keinen Abspann. Es ging dann einfach mit der nächsten Mission weiter und die führte uns nach Hamburg. Ihr wisst schon, die damals unabsteigbaren und heute die unaufsteigbaren oder anders gesagt. Herzlichen Glückwunsch zur Verteidigung des vierten Tabellenplatzes in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wo habt ihr denn die Defensivspieler her? Aus dem Altersheim oder was? Fahren die da über den Flur mit Rollatoren oder wie? Meine Güte nochmal, die kann nichts von der Arbeit mitbringen, wenn ich im Rettungsdienst bin. Morgen wieder 24-Stunden-Dienst. Bin ich bestimmt irgendwo im Pflegeheim in Hamburg. Bring ein paar Abwehrspieler mit. Mich führte es in die Elliot Cavender Medienfabrik, in der durch die Eröffnung seines großen Satellitennetzes eine große Feier stattfand. Ich sollte seine Frau Paris kontaktieren, die mir vielleicht ein paar Infos zustecken konnte, warum das britische Marineschiff Devonshire sank, weil der Verdacht daran bestand, dass er dahinter steckte. Feierlich angezogen bin ich aber nicht nur hier, um mit Frauen zu flirten, sondern auch um den Zentralrechner der ganzen Geschichte lahmzulegen, sowie die Stromversorgung dazu. Die Ruhe hielt natürlich nicht lange an. Auffällig killend schleichte ich durch die Gänge und erblickte einige Porträts des guten Elliot sowie seine Frau, die mir aus emotionaler Abhängigkeit erstmal eine knallte. Interessant zu bestaunen ist auch diese Cutscene gewesen, in der 0815 mit Paris quatschte und die einfach links liegen ließ, als der Elliot dazu kam. Was für ein Agent! Ich wachte in einem Raum ohne alles wieder auf und ohne Knarre hast du hier fast keine Chance. Ich crashte mit meinem Hörgerät den Spiegel, hinter dem er mich beobachtete, und wollte den freundlichen Gorillas Hallo sagen. Die drehten dabei so frei, dass sie ihren eigenen Zentralcomputer zerstörten. Ich lief random durch die Kante, indem mir meine PK-7 in die Hand sprang, mit der ich nicht mehr wehrlos gewesen bin. Ein Blick in meine Auftragsliste zeigte mir aber, dass der Zentralcomputer noch nicht zerstört wurde, sondern die Stromversorgung dazu. Ich ging auf Nummer sicher und zerlegte alles, was ich hier so zerlegen konnte. Dabei war auch der wirkliche Zentralcomputer und als ich ihn erledigte, machte ich mich vom Acker. Mein Kalgonit-Betthäschen berichtete mir, dass ein Typ namens Gaptas im Besitz einer Aktentasche sei, in dem sich das Kodierungsgerät befindet, mit dem unsere Satelliten manipuliert wurden. Meine Aufgabe bestand darin, dieses zu suchen. Unten in der Produktionsstätte des Verlags arbeiteten Menschen unter schärfster Bewachung, die ich aber nach und nach ausschaltete. Dabei fiel sogar aus Versehen ein Mann zwischen die Rollen und droppte unerreichbare Items. In jedem Level gab es auch einmalig ein 007-Symbol, das mir ein Extra-Leben dazugab. Und diese ich zum Ende des Spiels auch dringend brauchte. Gaptas Aktentasche lag dann auch einfach random zwischen den Papierrollen herum, indem ich eine Zugangskarte gefunden habe. Mit meinem Handy, das einen Fingerdruckscanner draufgespielt bekommen hatte, konnte ich mir Zugang zu den Büroräumen verschaffen. Gaptas Büro konnte ich mir durch eine Schieberätsel den Zugang zum Safe ausfindig machen, der sich hinter diesem unauffälligen Bild verbirgt. Als das Kopiergerät in meinen Griffen hatte, nahm ich die Beine in die Hand, doch ich fragte mich, was James da am Ende der Mission in der Ecke suchte. Ich hoffe, das Zeug ist sauber. Ja, der Stoff ist erstklassig. Aber nicht weiter sagen. Denn heute ist mein freier Tag gewesen und meine Kalgonit-Frau wünscht mir einen schönen Abend mit Paris im Hotel Atlantik. Das nenne ich mal eine gesunde binäre Einstellung. Ich fuhr mit meinem 97er BMW 750 IL deutscher Meisterqualität ins leere Parkhaus des Hotels. Das schien wohl nicht so der Renner gewesen zu sein. Doch auf entspannt hatte ich gar keinen Bock. Und dadurch, dass ich einen zittrigen Finger habe, ist das immer so eine Sache. Ich riss mich aber zusammen und beruhigte mich. Ich sah mich so ein bisschen im Hotel um und sah jede Menge böse Jungs mit Knarren. Ob das nicht eine Falle ist? Und als ich als Superagent 015 überhaupt nicht checkte, fiel ich auch darauf rein. Immerhin konnte ich jetzt wieder meinen zittrigen Finger beschäftigen. Ich schoss mir erstmal den Weg frei, doch das brachte nicht so viel, denn es spawnten immer wieder die gleichen Leute neu, damit es ja nicht langweilig wird. Ich musste erstmal wieder zurück ins Parkhaus rennen, um den Schalter zu betätigen, der den Fahrstuhl in Gang setzt. Ich glaube, das ist das erste Hotel, das nur Fahrstühle benutzt, um in andere Etagen zu gelangen. Auf Treppen sowie in anderen Gebäude verzichtete man hier fast komplett. Eine Etage höher oder tiefer, weiß das nicht so genau, gab es elektrisierende Schranken, die ich nicht passieren konnte, auch wenn ich das locker geschafft hätte. War der Strom immer schneller als ich und ich habe auch nicht herausgefunden, ob man die Dinge ausschalten konnte. War mir dann aber auch wurscht. In der Haupthalle der Etage wartete irgendein Mann auf mich, der stellte sich mir nicht mal vor. Mein Betthäschen hatte auch nichts von dem erwähnt und er wollte mit mir über einen roten Knopf sprechen. Und dann ging das Geballer los. Der Typ oder Boss hielt schon extrem viel aus. Der fraß gut 60% meiner Muni, meines Sturmgewehres und droppte zur Belohnung gar nichts. Ich fand Paris, nahm sie in ihr Hand und wir fuhren dann doch lieber schnell zu mir zum Knacken nach Hause. Oh.
so fertig. Dann kann ich mich ja jetzt ganz entspannt wieder meiner Arbeit widmen. Wir hatten herausgefunden, dass Gaptas ein Terrorist ist, für den Kavada arbeitete, dass ich in den Schweizer Alpen ein Konvoi der Terroristen treffen soll. Ich soll diesen zerstören mit Hilfe von Q, der mir einen vernichteten BMW zusammenbastelte. Ihm ist sehr wichtig gewesen, dass ich seinen Wagen in einem Stück wieder zurückbringe. Das tat ich dann auch. Versprochen. Ich setzte mich in das Gefährt und ballete, was das Zeug hält. Ein Wagen nach dem anderen ging Schrott. Ja, meiner auch, denn die Wagen des Konvois hatten unendlich Minen zur Verfügung und es ist schwierig gewesen, in diese nicht reinzufahren. Der letzte Wagen schoss aktiv auf mich, der aber kaum Schaden anrichtete, und so zerstörte ich alle und brachte den Wagen Q wieder heil zurück. Jetzt ist wieder alles voller Scheiße! Was soll das? Mein Wagen ist voller Scheiße! Nicht verbeult oder so. Nun kam auch heraus, dass Kavada mit Satoshi Isagura wahrscheinlich gemeinsame Sache gemacht hat. Denn es wurde ein Nervengasanschlag in Yokohama verübt und dadurch, dass Satoshi 3 Mille von Yale bekommen hat, lag der Verdacht nahe, dass der hinter diesem Anschlag steckt. Die musste ich natürlich als nächstes ausschalten. Ich schnallte mir wieder meine Ski an, aber diesmal in Hokkaido. Ich schoss die Piste herunter und durfte mich erneut unbeholfen gegen andere Rennteilnehmer zur Wehr setzen. Das brachte mich mysteriöserweise von der Strecke und ich schmuste mit dem Schnee an dem Felsen. Ich kam aber dennoch als erstes am Ziel an. Im Camp selbst musste ich das Sicherheitssystem aktivieren, sowie mir den Sicherheitspass besorgen. Nach einer kleinen Schießerei konnte ich in die Baracke eindringen und schon mal das Sicherheitssystem deaktivieren, sowie die Zugangskarte, die so einfach oben auf einem Turm lag. Ich unterhielt mich ein wenig später mit Isagura, der alles zugab. Er wollte am Ende noch was sagen, das allerdings weggeschnitten wurde. Das Einzige, was hier endet, ist wohl ihr Leben. Denn der Fight startete und auch dieser Japaner hatte fast meine ganze Muni aufgefressen. Meine weitere 0815-Tour brachte mich mit dem Heli nach Saigon oder besser gesagt aufs Dach des Medienturms von Carvender. Dort sollte ich einen Datenspeicher finden, der Daten enthalten soll, ob Carvender in Besitz eines atomaren Sprengkopfes ist, den er sich klammheimlich von der versunkenen Devinger gemopst hat. Im Lieblingswohlfühlpulli radierte ich erstmal Carvenders Wachmänner aus und fand dabei einen Schlüssel sowie einen Kasten, der mir half, den Fahrstuhlcode zu entschlüsseln, um den Fahrstuhl zu aktivieren. Klingt irre? Ist es aber nicht. Nun musste ich zwei Stockwerke abklappern, um die Daten ausfindig zu machen, und nebenbei sollte ich noch Waffenkisten zerstören. In einer Chill-Lounge schnitte ich diesen Typen um, und als ich mich kurz nach links drehte, stand auf einmal sein Ersatzmann neben mir. Ekel Random Spawn vom Feinsten. Im selben Raum, in dem sich hinter einer verschiebbaren Anlage ein Überwachungsraum befand, war ein freundlicher Mann, der so nett gewesen ist, mir den Schlüssel zum Aufzug zu überreichen. Ich hatte mir einen geilen Vorrat Muni angelegt, quasi jede Knarre war voll bis unter das Dach, doch der Trottel ließ sich in einem unbedachten Moment umhauen und verlor alles, was er hatte. 0815 eben. Gut, dass ich anschließend ein Gespräch mit Cavender hatte, der so freundlich gewesen ist, mir die PK-7 auf den Tisch liegen zu lassen. Ich weiß nicht, was der hier so treibt, sah aber professionell aus. So wie dieser Aufenthaltsraum, in dem LAN-Party stattfand, doch diese können sie in Zukunft vergessen. Ich zerstörte diese, die Waffenkisten, und schoss mir den Weg durch einen Spiegel frei, hinter dem Violin auf mich wartete, zum gemeinsamen Selbstmord. Nun durfte ich mich mal wieder als Frau verkleiden und als Weilin den Marktplatz von Saigon unsicher machten. Das stellte sich aber ein wenig kompliziert heraus, denn überall sind Barrikaden aufgebaut worden mit 20mm Geschütze. Um diese zu vernichten, bedarf es einen Raketenwerfer, den ich erstmal suchen musste. Der schießwütige Weg führte mich über Gassen, Kneipen und Dächer entlang. Bis zum verrückten Raketenwerfer-Heini, der ein bisschen Action haben wollte. Doch die verging ihm schnell, denn wenn ich zu nah an ihn dran gewesen bin, schoss der Gute nicht auf mich, weil er sonst sich selbst umlegen würde. Darum rannte er immer mit voller Buchse vor mir weg. Sicher vor großen Schaden war ich dennoch nicht, denn andere Soldaten schossen ebenfalls auf mich und so verbrauchte ich alle Medipacks und auch ein Leben. Das wird gleich noch übler für mich. Erstmal konnte ich mir die Raketenwerfer einsacken und die Barrikaden sprengen. Und auch diese Zivilisten zum Weitsprung animieren. Das müssen wir aber nochmal üben. Doch dann begann der zweite Bosskampf und der war sichtlich schwieriger, denn der Heli kloppte mein Lebensleiste in einer Tour runter und ist mit dem Raketenwerfer auch nicht immer so einfach zu treffen gewesen. Bei dem ließ ich zwei Leben liegen und zu meinem Ärgernis beim zweiten Lebensverlust gingen wir beide gleichzeitig drauf. Ich dekodierte noch die Datenträger, indem ich die richtige Kombi rausfinden musste und beendete die Mission. Auf ging es mit dem Schlauchboot ans Deck auf Carvengers Tarnboot, auf dem sich der Atomsprengkopf befinden soll. Weilin lenkte die Wachen ab, damit ich unbemerkt an Bord gelangen kann. Auch sehenswert ist die Szene, in der Textpassagen wieder super gecuttet wurden. James, sei vorsichtig. Ja, Weilin, ich werde vorsichtig sein.
Zurück als James musste ich den Funkraum ausfindig machen, um die Koordinaten an mein BTC weiterzugeben. Das ging recht fix und so schnell wie ich meine Daten durchgegeben habe, kam schon eine Durchsage, dass Weilin erfolgreich gefasst wurde. Mr. Carver, wir haben Weilin, aber keine Spur von Bond. Da kannst du nur noch den Kopf schütteln. So begann ein kleiner Spießrutenlauf, in dem eine Menge Soldaten abgeknallt werden mussten und Schlüssel gefunden werden, um in die jeweiligen Räume und Bereiche zu gelangen. Dabei hatte ich das Vergnügen, gegen diesen Bekloppten kämpfen zu dürfen, der mit einem Granatwerfer um sich schoss. Und als er nur noch 6 Lebenspunkte hatte, verbuggt schien, denn danach ging nichts mehr. So musste ich den nochmal neu machen und vernichtete ihn erfolgreich. Der sorgte leider dafür, dass fast alle Medipacks aufgebraucht wurden, aber übergab mir seinen Granatwerfer sowie den Zellenschlüssel, um Weilin zu befreien. Sie übergab mir einen weiteren Schlüssel, der mich zum Sprengkopf und zur Carvenger brachte. Als ich vor dem Bedienelement stand, die Rakete deaktivieren sollte, folgte die nächste super gecuttete Zwischensequenz. Carver, Sie können nicht gewinnen. Die britische und die chinesische Marine sind auf dem Weg. Ihre Heroes. Naja, jedenfalls war mir klar, dass wir die Karte von ihm brauchten, sowie noch eine zweite, die mir der nette Soldat ohne zu zögern zusteckte. Im Battle gegen Carvender, der sich in der letzten Ecke verkroch, testete ich meinen Granatwerfer, der hier kaum was brachte, aber als die Lebenspunkte von Carvender bei 60 lagen, ihn sofort umbrachte. Der hatte noch eine kleine Überraschung nach seinen Abnippeln parat, und zwar aktivierte sich ein Countdown für 3 Minuten, nachdem das Schiff in die Luft fliegen soll. Da musste ich eben nur schnell zurücksprinten, um den zu deaktivieren, dachte ich. Der Countdown lief aber dennoch weiter und nun hieß es vor dem Schiff fliehen, bevor der Kackstift die Buchse erreicht. Das ging nicht ohne weiteres, denn ich verlor durch die Falle noch mein vorletztes Leben, reichte aber dennoch aus, um sich hier rechtzeitig und ganz entspannt mit dem Schlauchboot zu verpissen. Wenn du jetzt noch mehr Superagenten-Feeling brauchst, dann schau dir gerne mein Video zu Medal of Honor an, in dem ich mit dem Ollen Patterson in geheimer, auffälliger, getarnter Mission Nazi-Deutschland unsicher machte. Schau dir das gerne als nächstes an. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao.